So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge vom Football Manager 2019 und bei mir im Journey, wo es natürlich weitergeht. Das letzte Spiel, was wir gesehen haben, war hier gegen Injeolspor. Das 2 zu 3, glaube ich, war das. Schon ewig lange her. Na, Weihnachtsstress, ihr wisst das alle. Da kommt man eigentlich wenig zum Spielen, also bei mir zumindest. Ja, der Pokal danach. Lass mich kurz überlegen. Ja, das war eindeutig. Also die Mannschaft war eine Liga höher. Hat auch dementsprechend viel, viel besser gespielt. Da hatten wir eigentlich keine Chance, dass wir hier weiterkommen. Und das ist der Knackpunkt gewesen für unsere Kaderstimmung. Also die Kaderatmosphäre hat sich da um die Hälfte reduziert, was natürlich logisch ist. Dann haben wir beim nächsten Spiel das 0-0. Das war, wie man hier erkennen kann, auch sehr unglücklich. Der Gegner hatte keine einzige Chance, nicht? Oder? Ich kann da mal reingehen. Wie ist mit der Stadt? Ja, okay, fast keine einzige Chance. Aber wir hatten einen Elfmeter verschossen. Ja, also Olaf von Loks Gameplay hat sich das mit mir live angeguckt und das war, glaube ich, der fünfte Elfmeter, den wir bekommen haben und auch der fünfte Elfmeter, den wir nicht reingemacht haben. Also war schon ein bisschen kurios. Gegen Offspor, da waren wir, was waren wir da? Ebenbürtig. Wobei der Gegner da einfach cleverer agiert hat. Ja, so war das. Und Gott sei Dank haben wir hier mit diesem Sieg wieder das Ruder ein bisschen rumreißen können. Und das müssen wir jetzt mitnehmen. Denn es geht heute gegen Sakaryaspor. Das ist der Titelfavorit laut der Wettquote vor der Saison. Und die sind derzeit auf Platz 2. Das bedeutet, sie werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Und da müssen wir schauen, dass wir nicht unter die Räder kommen. Und das wäre extrem wichtig, weil wir spielen zu Hause. Und ja. Und für meine Kaderatmosphäre, ich meine, wir haben jetzt schon 8 Spieler. Wir haben schon 8 Spieler, die hinter diesen Einwand legen, dass ich einfach der falsche Trainer für den Verein bin. Und das ist halt nicht lustig. In keinster Weise. Ja, die Spirale dreht sich nach unten und wir brauchen Siege, Siege, Siege. Und da müssen wir heute anfangen. Die Aufstellung habe ich ein bisschen abgeändert. Ich habe jetzt hier umgestellt von dem Metzala auf einen zentralen Mittelfeldspieler im Angriff, der in die Räume geht, die sich bieten. Ich habe die Außen auf Angreifen gestellt, damit wir einfach mehrere Spieler nach vorne bringen bei eigenem Angriff. Damit wir einfach noch offensiver werden. Und die Lücke zwischen dem Knipser, den ich auch umgestellt habe, der einfach nur vorne steht und wartet auf den Ball, und halt den nachrückenden Mittelfeldspielern, dass wir die Lücke einfach schließen. Und ich erhoffe mir dadurch, dass wir zu besseren Torchancen kommen. Dass das nicht immer so der Fall sein wird, das ist klar. Aber ich überlege gerade, ob ich den Youngster hier mitnehmen soll. Aber nee, wir lassen es mal. Wir können ihn immer noch bringen. Unser Stürmer, unser langzeitverletzter Stürmer, der steigt morgen wieder ins Training ein. Ich hoffe, dass der uns auch vielleicht noch ein bisschen mehr Angriffslust im Sturm bringt. Und aber das ist halt dann im nächsten Spiel so. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel rein mit dieser Aufstellung und hoffen, dass wir hier was reißen können. Also, bis gleich. So, und da sind wir. Das Haus, in dem wir spielen, also wir spielen zu Hause, das ist ausverkauft, würde ich mal meinen. Das heißt, sehr, sehr viele Leute wollen das einfach jetzt sehen gegen den Tabellenzweiten und gegen den Titelfavoriten. Aber wir gehen rein
Endspiel und hoffen, dass wir hier punkten können. Eigener Ballbesitz, genau, raus zu Murat. Langer Ball. Ja. Ach, was war denn das? Naja, ich melde mich, sobald es gibt. Bis gleich. Ja, wir spielen es gut. Ich würde sagen, wir spielen es gut. Ich meine, der Gegner ist natürlich gefährlich, aber er kommt auch nicht zu den zwingenden Abschlüssen. Wir aber auch nicht. Aber die Raumaufteilung und das Anlaufen, das funktioniert prima. Wir drängen den Gegner immer wieder hinten rein, wie man sehen kann. Zwingen ihn zu solchen langen Bällen. Und dann sind wir nicht verlegen, um mal ein bisschen durchzukombinieren. Hier ist Seban. Moment, stopp. Hätte der ein bisschen mehr Mut, den Ball hier rüber zu heben, dann würde es natürlich viel, viel besser aussehen. Und wir würden viel, viel gefährlicher sein. Somit entscheidet er sich für den Ball auf Celil. Und der probiert es einfach mal aus der Distanz. Und so kommen unsere Schüsse zusammen. Möglicherweise werde ich in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise demnächst das mal ausprobieren, dass ich den Spielern ein bisschen, also die Mittelfeldspieler vor allem, einfach anweise, ein bisschen mehr Risiko zu nehmen bei den Pässen. Dies halt auch können, um eben vielleicht mal so eine Überraschungsaktion zu bekommen, die wir brauchen, um ein Tor zu schießen. Möglicherweise. Bei dem defensiven Mittelfeldspieler habe ich es jetzt angeordnet. Mal schauen, ob's was bringt hier bei Koskun zum Beispiel. Aber sonst gefällt mir das gut von unserer Seite. Aber es ist ein ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Wo wir wieder ein bisschen einen Hauch von einem Vorteil haben. Wobei halt keine Chancen zustande kommen. Unser Manko in dieser Saison. So. Jetzt spielen wir wieder da hinten rum. Wir werden gut gepresst. Der Ball muss zurück. Ja, und wir spielen es schön raus. Und das ist halt... Ah, Cenk, das zweite Mal heute schon. Mit einer richtig guten Rettungstat. Und da regt er sich herauf beim Innenverteidiger-Kollegen, was er da wohl macht. Aber hilft nichts. Und da kommt er frei zum Kopfball. Das darf auch nicht passieren. Und der Ball ist nicht drin, Gott sei Dank. Ich melde mich wieder, sobald es was gibt. Bis gleich. So, wir sind in der 21. Minute. Momentan haben wir das Spiel total eingestellt. Also der Gegner hat sich auf uns eingestellt. Der Gegner presst uns ja wirklich an die Wand. Und wir haben nicht lange den Ball. Jetzt ist halt die Frage, was wir machen. Hier sieht man es eigentlich relativ gut. Er kommt immer mit zwei Mann relativ offensiv auf uns zu. Und dann haben wir den Ball auch schon wieder verloren. Also momentan spielen wir nicht unser Spiel. Wir laufen dem Gegner hinterher. Das war ein guter Pass. Ein verdammt guter Pass und die Flanke war nicht so gut. Ich hoffe, dass sich das jetzt dann nicht auswirkt. Dass wir dann ein Gegentor kassieren. Auf jeden Fall bastle ich stark an der Taktik. Was sich aber derzeit in unserer Offensive nichts bringt, weil wir den Ball nicht haben. Ich melde mich wieder, sobald es was gibt. So, endlich mal wieder eine kleine Druckphase von uns und ein Freistoß aus ja, aussichtsreicher Position, würde ich mal sagen. Ich meine, da sind schon einige Tore gefallen von dieser Position. Ozan, der Freistoßspezialist. Und ja, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Hoppala, bleib ich hängen beim Headset. So, Saban nochmal mit der Ecke. Aber da ist niemand. Erklären Sie. Und ich melde mich wieder, sobald es gibt.
So, eine gute Gelegenheit. Wieder von uns. 29. Minute. Einwurf. Ziemlich weit im gegnerischen Sektor. Und Bari hat hier eigentlich relativ viel Zeit. Turan auch. Der spielt da einen Ausspiel zurück zu Bari. Und Bari flankt Richtung Murat. Murat bekommt den Ball wieder und probiert's mal. Doch leider geht der Ball nicht rein. Also das sind so unsere Möglichkeiten, die wir uns raus erarbeiten. Wohingegen der Gegner wieder keine Möglichkeiten sich raus erarbeitet. Also man kann es hier gut erkennen an den Statistiken. Es wäre ein 1:0 für uns. Ja, wäre schon mal angebracht, würde ich behaupten. Die taktischen Umstellungen mit den riskanteren Pässen und so weiter kann ich jetzt so optisch nicht erkennen. Ist durchaus möglich, dass es Unterschiede gibt, aber ich kann sie einfach so nicht erkennen. Ja, was heißt das für unsere Tabelle? Mit einem Unentschieden? Ja, wir reißen halt hier mächtig ab. Also wir sollten schon gewinnen. Das wäre mir schon ein Anliegen auch. Allein schon wegen der Kaderatmosphäre. Und wegen dem Prestige, weil wenn man gegen einen stärkeren Gegner gewinnt, dann bekommt man ja umso mehr Prestige. Ja. Das klären sie natürlich toll. Ah, das war doch... Ah, schade. Hätte mir gedacht, das wäre jetzt ein schöner Fehler gewesen, wo wir Kapital draus schlagen können, aber so war es dann doch nicht. Ah, Foul. Saban. Und der sieht gelb. Ah. Ich melde mich wieder, sobald es gibt. Ja, in der 34. Minute was ganz Kurioses. Guck mal. Big hier. Spielt den Ball flach zu Cenk und Cenk spielt den Ball zurück und dann, was macht Big hier? Er nimmt den Ball auf. Das wäre doch normalerweise ein indirekter Freistoß. Der darf doch den Ball gar nicht aufnehmen. Das ist ganz komisches. Ja. Möglicherweise ein Bug. Möglicherweise irgendein Lapsus des Spiels, keine Ahnung. Darf normalerweise nicht so sein. So, jetzt aber mal. Batuhan. Oh, das dürfte Hand gewesen sein. Und ein Freistoß aus einer aussichtsreichen Position. Möglicherweise für Ozan jetzt die Möglichkeit, hier nochmal für Spannung zu sorgen. Nein. So ist es nicht. Ich melde mich wieder. Oh, gefährliche Situation nach einer Ecke von uns mit diesem Konter. Und der geht durch. Der geht durch. Ah, wir retten das noch. Was für eine Glanztat. Zwei Tacklings hintereinander von einem einzigen Spieler. Was auch noch aufgegangen ist. Wow, 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 wow. Da hatten wir jetzt echt verdammt viel Glück. Schauen wir mal. Bari. Cenk Turan wird gefoult. Ja. Ah, ich melde mich wieder. So, kurz vor der Halbzeit noch einmal durchatmen. Eine kleine Druckphase des Gegners hatten wir gerade. Die haben wir überstanden. Die Nachspielzeit läuft schon, ist gleich vorüber. Dann geht's ab in die Kabine und das Fazit, ja, wir spielen gut. Es gefällt mir. Zwingende Torchancen natürlich wieder nicht. Aber das kann sich ja noch ergeben. Jo, das war's. Pfiffe, warum auch immer. Wir spielen besser, nur wir machen nichts draus. So, passt. Ich bin mit der Leistung zufrieden. Wir werden jetzt hier den Yüksel reingeben und mit Karal. Einfach nur aus Vorsichtsmaßnahme wegen den gelben Karten.
Und weil der Yüksel ein bisschen bessere Entscheidungen hat. Und starten die zweite Hälfte. Ich hoffe, dass wir zu mehr Torchancen kommen. Und dieser Verteidiger ist richtig gut. Er hat schon echt viele Bälle weggesaugt. Das könnten wir vielleicht sehen. 6-8er Bewertung, ja. Es fällt echt auf, dass der gut ist. So. Ja, der Gegner kommt jetzt vermehrt über solche Kombinationsspiele in unseren 16er. Aber solange es nur solche Schüsse sind, passt mir das. Da muss schon wieder viel zusammenlaufen, dass solche reingehen. Ja, und dann wird der Ball wieder zurückgespielt. Kommen auch nicht mehr in die Zweikämpfe, so wie ich es eigentlich gerne haben möchte. Ja, ich melde mich wieder, sobald es gibt. So, gefährliche Freistoßposition wieder für uns und da bleibe ich gleich mal drauf. Möglicherweise ergibt sich dadurch eine Chance und im guten Fall vielleicht ein Tor. Osman. Der Schuss und der Ball wird gehalten von Hüseyin. Also ich habe ein paar taktische Änderungen vorgenommen. Das Spiel von uns wird besser und besser. Oh, was für ein Fehler wieder des Torhüters. Das kann's doch jetzt echt nicht sein, oder? Schon wieder so ein Scheiß-Tor, hey. Osman macht alles richtig. Zurück zum Torhüter und der legt sich den Ball einfach wieder zu weit vor, hey. Das ist das zweite Mal schon in dieser Saison. Kann's doch echt nicht sein. Alles unter Kontrolle. Nichts. Nichts geht auf unser Tor. Und dann diese Scheiße, hey. Das ist echt zum Kotzen. Ja, hilft nichts. Ich melde mich wieder, sobald es was gibt. Und wieder. Jetzt dadurch, dass wir aufmachen, ergeben sich die Möglichkeiten. Melli hier mit der Rettungsaktion. Aber ja, wir müssen aufmachen. Ich will hier nicht verlieren. Ganz ehrlich. Ecke. Ja, können wir abwehren. Der Gegner wird jetzt natürlich durch die Konter kommen, was, ja, ist halt so. Ah, es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Ah, ich melde mich wieder. So, jetzt bekommt Cenk auch noch die gelbe Karte. Vermute ich jetzt mal. Und eine richtig gute Freistoßposition für den Gegner. Naja, bekommt keine. Gott sei Dank. Aber die ist jetzt richtig stark. Und das könnte das 2:0 sein. Und dann ist das Spiel hier gelaufen. Nein. Hat ein Glück. Nochmal. Murat mit dem Foul. Was machen wir jetzt? Wieder die große Frage, was können wir machen? Mein, bis zum Tor, wir waren wirklich überlegen. Wir hatten ja keine Strafraumaktion, ja, oder irgendwie schon. Wir waren gut. Wir waren dem ersten Tor näher als dem erste Gegner, aber
Ja, jetzt ist alles irgendwie anders. Ah, Murat, komm doch durch, Mensch! Wir haben einfach nicht das Glück im allerletzten Drittel. Wir spielen es perfekt nahezu. Ah, jammern auf hohem Niveau vermutlich. Ich melde mich wieder. So, ich stelle jetzt einfach mal auf Risiko um. Ich habe jetzt einen zweiten Stürmer ran. Im Mittelfeld sind wir jetzt auch nur zu zweit. Vertikaleres Spiel. Höheres Tempo. Ich muss was probieren. Es geht nicht anders. Wartet, ich zeig's euch. Also so in etwa. Beziehungsweise, ich kann es glaube ich nochmal anders machen. Ne, das kann ich nicht, weil das ein Defensiver ist. Egal, wir lassen es einfach mal so. Wie es ist, wir probieren's. Wenn ich 3-0 verliere, ist es mir doch auch egal. Osman. Wir verlieren halt das Mittelfeld, haben im Angriff ein bisschen mehr. Und wir müssen halt vertikaler spielen, es ist halt so. Ball ist weg. Ich melde mich, sobald es gibt. Die letzten 15 Minuten brechen an. Also, bis gleich. Traumpass auf Murat. Murat, kann er das machen? Nein, er macht's nicht. Das. Ah! Die taktische Umstellung. Ja, sie funktioniert irgendwie schon, kommt mir vor. Aber es ist halt. Das war abseits, oder? Ja. Das ist halt. Ja, wir sind nicht eingespielt drauf. Die langen Bälle. Ja, das ist halt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der ganze Safe ist extrem verext. So sieht's aus. Aber. Wir spielen auch gegen einen starken Gegner. Und. Ein Unentschieden hätten wir uns echt verdient. Ah, 88. Minute. Die Flanke. Und da wird wieder geblockt. Die Ecke nehmen wir mit. Bari. Na komm. Oh. Ja, sie versuchen breiter zu verteidigen. Ob das hilfreich ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich drauf bleiben soll. Ja, ich bleib drauf. Warum auch nicht? Damit ihr seht, wie es funktioniert. Ach Gott, doch Gott. Ah, jetzt wieder. Der Pass, wo ist der Pass? Wo sind die Leute? Keiner da. Oh, der holt sich den Ball wieder. Ja, und jetzt der lange. Gar nicht schlecht. Aber keine Unterstützung da. Osman. Na, jetzt Ümit. Osman, langer Ball. Kein Abseits, oder doch? Na, weiß ich nicht. Er kommt nicht an den Ball. Zwei Minuten Nachspielzeit. Es sieht nicht so aus.
Als ob wir hier noch einen Punkt holen. Aber ja, im Fußball ist alles möglich. Die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Und wir spielen sehr gut. Also guckt euch das an, wie wir die Bälle zirkulieren lassen. Aber wir kommen und kommen nicht in die Gefahrenzone. Jetzt mal. Elfmeter. Jetzt gibt es einen Elfmeter in der Nachspielzeit. So. Okay. Das hatten wir schon fünfmal jetzt. Das ist der sechste. Das ist der sechste Elfmeter. Und ich werde Murat Kara schießen lassen. Ich werde Murat, den Gefaulten, schießen lassen. Den Punkt würde ich gerne mitnehmen. Murat, du weißt, was los ist. Oh, ich bin so nervös. Komm, Murat, komm. Yes! Murat schießt uns wieder ins Spiel. Und wie gut. Wie gut. Ah, Spiel dürfte gleich zu Ende sein. Oder kriegen wir noch die Möglichkeit auf ein zweites? Hier, Murat. Nein. Der Ball ist weg. Der Schiedsrichter lässt noch eine Minute dran hängen, so wie es ausschaut. Da könnten wir vielleicht noch eine Chance rausspielen. Komm, Bari. Nein. Nein. Das Spiel ist zu Ende und wir retten ein Unentschieden. Boah. Ach du heiliger Strohsack, war das ein aufregendes Spiel. Was soll man jetzt dazu sagen? Na, die Kaderatmosphäre hochhalten. Ganz einfach, aber das Unentschieden reicht uns nicht, um Anschluss zu finden. Mit spätem Remis, ja Gott sei Dank, geht ein Elfer mal rein. Wie sieht das hier jetzt aus? Ja, es ist besser geworden. Die Kaderatmosphäre. Naja, wir schauen mal. Wir gehen auf den Spielplan. Wir haben jetzt hier den dritten gleich. Dann den achten, dann den elften, den 18. Ja, irgendein Spiel werde ich mir hier dann wieder raussuchen, dass ich euch dann wieder live zeige. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.